Probieren wir das später mal aus. So, und dafür habe ich auch die Angeleien geholt. Also die Bombus-Dinger da. Und damit können wir hier die Angeleine verbessern. Und da können wir auch ein Angel-Upgrade. So, ein Kuvagata können wir eins mal bauen, eben mal. Und zack. Hatten wir auch. Irgendwie auch einmal in die Tasche. Das ist fertig. Das Kuvagata im Kampf gegen Osso war sehr klasse. Stimmt, aber was hast du jetzt damit vor? Es weckt nicht gerade schon in Erinnerung. Das Drakon kann Sachen abschießen. Wir können uns damit auf den Inseln bewegen. Die Irgendwohin-Kanone ist stärker, aber es kann uns zu Sunny zurückbringen. Schon wieder Leute durch die Gegend schießen? Sagt ihr, ist euch das Wort gefährlich was? Ist euch das Wort gefährlich was? Pass auf, ich erkläre es, wie es funktioniert. Es funktioniert nicht allein. Man braucht zwei Säulen, Pfeiler oder so, um es zu befestigen. Wenn ihr so etwas in der Art findet, überprüft es einfach mal. Das war's schon. Jetzt geht's los. Komm. Jetzt geht's los und kommt mit diesem Schatz zurück. Wie, du kommst nicht mit? So, hier brauchen wir einen Käfer. Ja, da können wir nichts machen. Da brauchen wir einen Magneten. Den kriegen wir, glaube ich, ein bisschen erst später. So, da haben wir hier schon mal ein bisschen was gebaut. So, und apropos irgendwohin Kanone. Hast du den erstmal übersehen hier? Bin ich blind? Und das Käfer fangen jetzt. Ja, okay, dann habe ich das wohl beim ersten Mal übersehen, als ich hergegangen bin. Ich glaube, das könnte ganz gut sein, wenn ich es repariere. Was ist denn, Lissop? Hast du einen Einfall? Ja, hier gibt es alle möglichen Lebewesen. Wie wär's, wenn wir was hätten, um sie zu fangen? Yo, yes! Super Idee! Beeil dich und bau es! Geh nicht so schnell, erst brauche ich dafür Materialien. Okay, dann besorgen wir die Materialien. Los, Leute, nicht rumstehen, bewegt euch! Ich glaube, wir bauen Spinnweben. Davon haben wir mehr als genug. So, ich muss mir überlegen, wie kommt Frank noch auf die Idee, die irgendwo hin kann, ohne zu bauen. Weil die brauchen wir dann später, um hier herumfliegen zu können. Oh gut. Naja, wir müssen ja extra nichts mal Lager mal hingehen. Lass mal lagern. Wir haben jetzt so viele Sachen. Die können gelagert werden. Der Bambus kann gelagert werden. Das lagern. Mehl lagern. Das, den Nektar können wir auch lagern. So, und entwickeln. Jetzt können wir ein Fangnetz machen. Bam! Da! Ein Käferfangnetz. Dieses Käferfangnetz, auf das ihr gewartet habt. Yay! Damit können wir alles Mögliche fangen. Wenn wir weiter so rumbuddeln, wirst du sicher nichts fangen. Diese Wesen reagieren sensibel auf Geräusche und Bewegungen. Du musst dich anschleichen. Und da können wir, glaube ich, etwas anderes noch machen. Aber ich will ja nichts vornehmen, also man sieht es ja nachher. Gut, dann speichern wir nochmal kurz. Und gehen das Vieh fangen, was wir dafür brauchen. Hier noch nicht zum Tütenmenü. Ich will doch wenigstens hier den einen Boss auf der Insel noch schaffen. Und dann mache ich erstmal Pause mit der Aufnahme. Lade, lade, lade. Wollen wir nochmal da hingehen. Und Sanji währenddessen weiter trainieren. Weil mit Sanji kann ich auch, glaube ich, so am besten kämpfen. Also halt auch so kombomäßig. Ja, und ja, und ja, und. Bam! Komm, 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 komm. Genau, ein paar Sachen. Ich muss das Party-Table-Ding noch ein bisschen höher kriegen, dann kriege ich noch eine Attacke. Oh, da, 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 da. Ja, noch mehr. Nicht mehr. So, halt nur den ganzen Weg nochmal da hochrennen. Dann mal sehen, das Netz. Achso, das Netz haben wir schon direkt da. Ah, perfekt. Und unterwegs haben wir auch noch einen Angelplatz gesehen, da können wir auch kurz mal angeln. Aber was ich mich ausprobieren würde. Ja, ja. Nee. Weil ich weiß, beim zweiten Teil kann man Gegner bestehlen mit dem Netz. Ich wollte nur mal probieren, ob es hier auch schon geht. Ja, komm her.
Da. Na, hier kann man leider noch nicht klauen mit dem Netz. Bisschen schade. Komm, greif mal hier vorne an. Ne, wohl kein Bock. Ah, da haben wir es doch. Die Sprintattacke, die so aussieht. Man sprintet auf den Gegner zu. Also man macht Sprint. Und während des Sprintes halt noch A. So, gib mir die Ale. Perfekt. Zorro, du weißt, was du zu tun hast. Spiel Rasenmäher. Und damit können wir halt wieder dann die Angel verbessern. Und oben dann halt, da haben wir schon unser erstes. Hier, was wir fangen wollen. Langsam anschleichen. Und zuschlagen. So, was haben wir gefangen? Eine Honigbiene, die uns noch königliches Gelee hinterlässt. Dann machen wir mal. Oh, genau. Dann ein bisschen mit dem Staubsauger. Stopp. Jetzt nehmen wir nochmal was. So, wir müssen ja. Oben habe ich ja gesehen. Weiß nicht genau, wie viel das jetzt war. Moment. Genau, unter Mission kann man dann auch gucken. Erstmal, wie viel man hier hat. Und dann hier, wie viel man braucht. Also man braucht 2 auf Blau, 3 auf Grün und ein Insekt. Da kann ich jetzt mal ein bisschen füttern hier. Ach stimmt, die hätte ich jetzt nicht ablegen sollen. Die Sachen, die hätte ich alle gut zum Verfüttern benutzen können. Ja, ich glaube, die Honigbiene kann man eigentlich nur dafür benutzen. Die kann ich jetzt auch mal eben benutzen. Füttergras braucht man zurzeit für nichts anderes. Den Nektar kann ich auch hierfür benutzen. Die geben auch einiges. So, ich will damit alle benutzen. Also wie gesagt, die brauchen wir später noch. Ja. Hallo? Ach, gut, ist ein bisschen nicht runtergefallen. Yep, so viel dazu. Diesmal bist du nicht runtergefallen. Natürlich nicht. So. Ich meine, da unten ist auch ab und zu so ein Gummibaum oder auch nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ab und zu. So. Ich mach dich zurennen und du machst nichts. Das haben wir auch gleich noch alles. Also alles gut zu gebrauchen hier. Später kann man dann auch so ziemlich alles, was man hier bekommt, in Punkte, also hier diese Umwandlungspunkte umbauen. Oh, das war schön. Ich muss mich nicht mal wegbewegen. So. Jetzt schnell das Ding umhauen. Nein, du machst nichts. Genau, du gibst mir nur eine Linse. Damit bin ich zufrieden. Stopp. Dann machst du hier nochmal was. Da nochmal was. Du gibst nochmal Heilkräuter. Ja, und man kann nicht mehr als 20 Items auf einmal von etwas haben. Deswegen werden alle anderen, die danach noch kommen, ja, kriegen eigenen Platz. Ist halt ein bisschen doof, dass man nur 20 haben kann, aber... Naja, wenn man später dann wieder... Oh. Ich kann nicht mal sehen. Wenn man danach ja eh dann eine größere Palette hat, kann man dann eh auch viel mehr tragen, also... Sollte das kein Problem sein. Und bam, du machst nichts. Komm her. Zack. Zack. Bist du tot da hinten? Weil dein Freund hat nichts rausgerückt. Deswegen musst du jetzt sterben. Na, wieder kurz. Ah, Moment, da. Falsches Ding. Den Frosch können wir auch fangen. Ne? Komm, Frosch! Und... Den können wir, glaube ich, auch genauso sehr verfüttern. Jo. Lecker Frosch. Ein paar Froschschenkel hier.
Die können wir wieder mal gebrauchen für die Angel. Zorro, Amte deines Waldes. Hm, wiederum komme ich jetzt nicht dran, oder? Doch.